Willkommen zu einem neuen Beitrag. Liebe Mythengemeinde, gelegentlich werden in der Archäologie Funde gemacht. Da ist die Freude zunächst einmal groß. Aber dann beginnt das große Rätseln, denn irgendwie passen diese Funde überhaupt nicht dorthin, wo man sie gefunden hat. Eventuell passen sie überhaupt nicht zu dieser Kultur, um die es geht. Sie passen vielleicht nicht in die Zeit. Oder sie bestehen aus Materialien, die zu dieser Zeit eigentlich gar nicht bekannt oder herstellbar waren. In so einem Fall redet man von OPARTs, also Out-of-Place-Artefacts, deplatzierte Artefakte. Heute schauen wir uns wieder einmal einige dieser merkwürdigen Funde an und ihr könnt ja dann in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, wie das Ganze dorthin gekommen oder entstanden sein kann. In der neueren Zeit ist es so, dass unser genetischer Bauplan fast komplett entschlüsselt ist. Um das zu erreichen, haben Wissenschaftler jahrzehntelang geforscht. Aber haltet ihr es für denkbar und möglich, dass prähistorische Kulturen schon ein derartiges Wissen gehabt haben könnten? Genau diese Frage wird seit einem Fund in Kolumbien diskutiert. Wie haben sich frühe prähistorische Kulturen das Leben erklärt? So wie hier auf dem Bild zu sehen, zum Beispiel mit dem Baum des Lebens. Ein eher philosophischer, religiöser Ansatz. Vor Jahren wurde aber bei einer Ausgrabung in Kolumbien etwas gefunden. Die sogenannte Genetic Disc oder genetische Scheibe. Ihr seht hier beide Seiten dieser Scheibe. Die Scheibe hat einen Durchmesser von 22 cm. Sie besteht aus Lidit, einem in der Tiefsee entstehenden Gestein. Und sie ist 2 Kilo schwer. Lidit ist ein sehr hartes Gestein und es trägt so den Beinamen der Stahl der Steinzeit. Alleine die Erstellung dieser Scheibe aus diesem Gestein, die wirft schon genug Fragen auf, aber darum geht es im Wesentlichen gar nicht. Sondern es geht um das, was auf dieser Steinscheibe zu sehen ist. Nach ihrem Fund, da wurde diese Scheibe im Naturhistorischen Museum in Wien untersucht. Anhand von Ablagerungen auf dieser Scheibe konnte man in etwa das Alter ermitteln. Und sie wurde auf ungefähr 500 vor Christus datiert. Darüber hinaus entspricht sie auch einigen Darstellungen der sogenannten Murska-Kultur und die war eben auch so um 500 vor Christus. Dr. Vera Hammer, eine Expertin für Edelsteine und Mineralien, die untersuchte dieses Objekt sehr genau. Und sie stellte fest, dass auf beiden Seiten dieser Scheibe Abbildungen der sogenannten intrauterinen fetalen Entwicklungen zu sehen sind. Aber es gab dort noch wesentlich mehr hinzugezogene Medizinhistoriker. Die erkannten dort den gesamten Prozess der Entstehung menschlichen Lebens wieder. Ebenso sind dort die Darstellungen und die Funktionen der männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane zu sehen, sowie der Moment der Empfängnis, die Entwicklung des Fötus im Mutterleib und die Geburt des Babys. Es gibt dort Abbildungen, wie Spermien ein Ei befruchten oder eben auch von der Zellteilung. Ebenso ist dort der Verlauf der Entwicklung eines Embryos zu sehen, zum Beispiel die anfänglich weit auseinanderstehenden Augen, bis später bei der Geburt dann eben alles so an seinem richtigen Platz ist. Nun ist es aber so, dass zum Beispiel die Darstellung eines Spermiums zu dieser Zeit noch gar nicht möglich sein konnte, weil niemand sie bis dahin gesehen haben konnte. Das Ganze wäre erst nach der Erfindung des Mikroskops möglich gewesen und da wissen wir ja, das war einige Jahrhunderte später. Und fraglich ist auch, wie die Menschen damals ein weibliches Ei kennen konnten. Auf der Rückseite dieser Scheibe gibt es das Ganze noch einmal, allerdings dann für ein Wassertier, wahrscheinlich ein Frosch. Ganz genau weiß man das nicht, so wie nichts ganz genau bekannt ist, was dort dargestellt wird. Denn trotz der Erklärung der Medizinhistoriker könnte das Ganze überhaupt gar nicht möglich sein. All diese Dinge, die man dort auf dieser Scheibe dann sehen würde, das sind Dinge, die man heute nur weiß aufgrund von medizinischen Untersuchungen, beziehungsweise eben auch durch Untersuchungen unter dem Mikroskop. Wenn es aber so sein sollte, dann muss man auch irgendwie erklären können, wie ein Spermium dargestellt werden konnte oder ein weibliches Ei. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und so sucht man natürlich auch nach anderen Möglichkeiten, diese Scheibe irgendwie zu erklären. Archäologischerseits ist man da bei Magie,
magischen Symbolen oder eben Fruchtbarkeitssymbolen. Aber auch die Archäologen legen sich damit nicht fest. Es ist also alles noch offen. Aber ich habe es eben schon einmal kurz angesprochen, was man auch weiß, ist, dass die Bearbeitung dieses Steins mit den damaligen Werkzeugen in dieser Form eigentlich gar nicht möglich gewesen wäre. Dieses Lidit, das ist ein mehrfach gefalteter Stein und der kommt so in der Härte dem Granit recht nahe. Da ist also auch noch alles offen, eine Erklärung zu finden, wie die Bearbeitung vonstatten gegangen sein muss. Was ist denn eure Meinung so über die sogenannte genetische Scheibe? Wenn ihr mögt, dann schreibt's mal in die Kommentare. Das nächste Opat, das ist wieder eines dieser Objekte, von dem man sagt, wenn sich das alles bewahrheitet, dann muss die Geschichte neu geschrieben werden. Es geht um das Nampa-Artefakt. Eine kleine, unscheinbare Figur, die die Grundfesten der Archäologie erschüttern könnte. Vielleicht ist genau das der Grund dafür, dass sich niemand mehr die Mühe macht, diese kleine Figur mit modernem Wissen und moderner Technik zu untersuchen. Im Juli 1889 wurde bei einer Brunnenbohrung in Nampa, Idaho, USA, eine kleine menschliche Figur freigelegt. Und die war im vergangenen Jahrhundert von großem wissenschaftlichem Interesse und sorgte für große Diskussionen. Diese unverkennbar von Menschen hergestellte Figur, die wurde bei diesen Bohrungen damals in 320 Fuß Tiefe, das sind ungefähr 97 Meter, gefunden. Und ihr seht, dazwischen gibt es so einige Sedimentschichten. Das Alter dieser kleinen Figur, das wurde nach anerkannten evolutionären Datierungstechniken weit vor der erwarteten Ankunft des Menschen in diesem Teil der Welt bestimmt. Ja, ein schöner Satz, was bedeutet der? Dieser Satz bedeutet, dass es keine moderne Untersuchung gab. Irgendwie scheint niemand das machen zu wollen. Und so hat man die damals beim Auffinden der Figur geltenden bekannten Analysen als Grundlage zur Altersbestimmung belassen. Die waren seinerzeit nicht komplett ungenau, aber eine viel genauere Bestimmung, die gäbe es dann mit den heutigen Methoden. Es gibt da noch so einen schönen Satz, der heißt, obwohl von der allgemeinen wissenschaftlichen Gemeinschaft so gut wie vergessen, klingen die Beweise, wenn sie ohne evolutionäre Vorurteile betrachtet werden, über ein Jahrhundert nach ihrer Entdeckung immer noch überzeugend. Dieses Nampa-Artefakt, das besteht halb aus Ton und halb aus Quarz. Natürlich, wenn diese Figur nun wirklich in einem Sediment lag, das 2 Millionen Jahre alt ist, ist es klar, dass sie nicht mehr ganz so schick aussieht, wie sie es vielleicht einmal getan hat. Auf jeden Fall gibt es keinen Irrtum darüber, was diese Figur darstellen soll. Sie hat einen Kopf, sie hat Arme, sie hat Beine, Mund, Augen und relativ breite Schultern. Aber dafür eben kürzere, kräftigere Beine. Das rechte Bein an dieser Figur, das ist abgebrochen, aber man hat es eben auch gefunden. Auf dieser Figur gibt es noch ganz schwach einige Zeichnungen zu sehen und die könnten entweder Kleidung oder Schmuck sein. Die befinden sich hauptsächlich auf der Brust, am Hals, an den Armen und an den Handgelenken. Da, wo man diese Puppe gefunden hat, allerdings dann 100 Meter unter der Erde, kam es aber auch zu Ausgrabungen. Die waren allerdings dann nur so 2-3 Meter tief. Und da hat man dann Knochen und Artefakte gefunden. Allerdings könnte diese Figur unter Umständen ein Beleg dafür sein, dass tief unter der Erde eine Zivilisation begraben liegt, die die Geschichte der Menschheit verändern könnte. Bis hierher habe ich euch jetzt eine Seite der Betrachtung dieses Fundes geschildert. Aber es gibt da noch eine andere Seite. Und das ist eben die Seite der Wissenschaft. Ich sagte eben, vielleicht könnte die Möglichkeit, dass dieser Fund dazu führen würde, dass die Menschheitsgeschichte umgeschrieben werden muss, der Grund dafür sein könnte, dass heute mit den modernen Mitteln und modernen Wissen keine Untersuchungen an dieser kleinen Figur mehr durchgeführt werden. Die Archäologen, die sagen, der Grund dafür ist ein ganz anderer. Damals, als diese Bohrungen gemacht wurden, da wurden Pumpen verwendet, die das lose Gestein, das durch den Bohrer dann entstanden ist, mit hohem Druck nach oben pressten. Aber dazu gehörte eben auch, dass dieser Bohrer nahezu alles pulverisierte, was ihm da in den Weg kam. Und eine so fragile kleine Figur, die ist nämlich gerade mal so 2,5 bis 3 Zentimeter groß, hätte das Ganze nie und nimmer überstanden. Dann war es noch so, dass diese ganzen Gesteine, die da hochgeschossen wurden,
auf einen Riesenhaufen auf Matsch und Stein endeten. Und darin dann irgendetwas zu finden, das sei so gut wie unmöglich. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, warum eine Untersuchung zwecklos wäre. Diese Figur, die befindet sich heute in einem Museum. Und damals, als man sie dann gefunden haben will, da hätte man erstmal Fotos gemacht, das sind die, die ihr auch jetzt hier in diesem Video sehen konntet. Danach hätte man diese Figur aber dann gereinigt und mehr oder minder mit der Drahtbürste. Davon habe ich ja auch mal ein Foto, das stammt aus einer Nachrichtensendung. Ja, da kann man dann sehen, dass diese Figur schon ganz schön blank geputzt wurde. Also sagen diese Wissenschaftler, da ist nichts mehr übrig zum Untersuchen. Das könnte jetzt auch eine Ton- und Quarzfigur aus der heutigen Zeit sein. Das könnte man nicht mehr feststellen. Diejenigen, die damals diesen Fund gemacht haben wollen, das waren alles hoch angesehene Bürger dieser Stadt. Und denen wollen die Archäologen auch nichts zur Last legen. Man geht davon aus, dass sich da eben einer einen Scherz erlaubt hat. Denn ansonsten wäre, wie eben schon geschildert, diese Figur pulverisiert gewesen. Ja, eine Figur, zwei Meinungen und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr eure dritte hinzugeben. Die Klerksdorp- oder Ottostal-Kugeln. Es handelt sich dabei um Kugeln bis scheibenförmige Objekte. Diese wurden in Südafrika im Steinbruch der Firma Wonderstone Limited gefunden. Und dieser befand sich in der Nähe der südafrikanischen Stadt Ottostal. Und eingebettet waren sie in einer Schicht Pyrophyllit. Und dieses Gestein in dieser Tiefe ist ungefähr 3 Milliarden Jahre alt. Über den Fund dieser Kugeln und die Kugeln selbst, da wurde eine ganze Menge Unsinn geschrieben. Und das teils trotz besserem Wissens. Trotzdem sind diese Kugeln nicht uninteressant. Der Durchmesser der einzelnen Kugeln, der liegt zwischen 0,5 und 10 Zentimetern. Und entgegen der oft zitierten Beschreibung, dass sie kreisrund sind oder einen perfekten Kreis bilden, ist dies absolut nicht der Fall. Das kann man an diesem Bild ja schon ganz gut sehen. Was bei diesem Fund zu Diskussionen geführt hat, das ist die Tatsache, dass einige wenige von ihnen 3 Rillen haben, die um sie herumgeführt sind. So wie hier auf diesem Bild auch zu sehen. Das führt bei einigen Menschen zu der Annahme, dass diese Kugeln irgendwie bearbeitet wurden. Nun lagen sie aber in einer Schicht, die 3 Milliarden Jahre alt ist, was natürlich weit vor dem Auftreten des Menschen auf unserem Planeten war. Sieht man, wie einige es meinen, diese Rillen als handwerkliche Tätigkeit, dann würde das die komplette Geschichte der Menschheit bzw. des Menschen über den Haufen werfen. Die Untersuchung dieser Kugeln, die hat ergeben, dass sie entweder aus Hämatit oder Wollastonit bestehen. Einige haben Bestandteile von Goethit. Ihre Farben, die reichen von rotbraun über rot bis zu einem dunkelrot. Es ist nun leider so, wie ich erwähnte, dass über diese Kugeln viel Falsches verbreitet wurde. Es wurde behauptet, sie bestünden aus Metall, zum Beispiel aus einer in der Natur nicht vorkommenden Nickel-Stahl-Legierung, was absolut nicht der Wahrheit entspricht. Alleine schon der Fundort wird komplett falsch angegeben, weil eine Website von der anderen offensichtlich abschreibt. So wurde der Fundort als Silbermine bezeichnet, es ist allerdings ein ganz ordinärer Steinbruch. Es wurde behauptet, diese Kugeln seien härter als Stahl. Auch das ist Unsinn. Es gibt die sogenannte Mohs-Skala, das ist eine Skala, die Härtegrade einordnet. Stahl hat auf dieser Skala einen Wert zwischen 4 und 8. Die Kugeln haben dort einen Härtegrad von 5,0. Zum Vergleich, gewöhnliches Glas, also nicht als Scheibe, sondern ich sag mal als Klumpen, hat einen Härtegrad von 5,5. Und so reihen sich die falschen Behauptungen über diese Objekte aneinander. Es gibt in Klerksdorp ein Museum, wo diese Steine lagern. Und in einem Interview sagte der Kurator des Museums, mehr so als kleine Anekdote, dass man diese Steine in diesen Vitrinen, in denen sie lagern, ständig herumdrehen müsse. Das hinge damit zusammen, dass es immer wieder Erschütterungen durch den Bergbau und die Sprengarbeiten dort gäbe, wodurch die Steine sich dann so langsam drehen. Das könnte man sogar mit bloßem Auge beobachten, wenn mal wieder Sprengarbeiten laufen. Daraus wurde dann gemacht, dass diese Steine sich ganz von alleine im Kreis drehen würden. Naja, und noch viele andere Dinge wurden da behauptet, die nicht stimmen.
Lässt man diese ganzen falschen Behauptungen einfach einmal weg, dann hat man diese Kugeln in einer 3 Milliarden Jahre alten Schicht gefunden. Einige meinen, dass einige davon bearbeitet wären und der Beleg seien diese Rillen, die um sie herumführen würden. Das wiederum wäre eine archäologische Sensation. Geologen sagen, das, was wir dort sehen, das sind sogenannte Konkretionen. Durch Einschlüsse und Ablagerungen können in Erdschichten Kugeln oder andere Formen entstehen. Das ist geologisch bewiesen. Hier seht ihr mal einige dieser Formen. Und wenn man die so sieht, dann sehen die meiner Meinung nach tatsächlich auch aus wie bearbeitete Objekte. Die Befürworter der Opatz-Theorie, was diese Kugeln betrifft, die sagen allerdings, dass die Clerksdorp-Kugeln eben ganz anders aussehen. Ihre Erscheinung, die ist regelrecht poliert und glänzt metallisch. Und diese 3 Rillen, die würden eindeutig auf eine Bearbeitung hinweisen. Ja, liebe Mythengemeinde, was denkt ihr, würdet ihr sagen, diese Kugeln, die sehen wirklich bearbeitet aus und da stimmt irgendwas nicht? Oder seid ihr da eher der Meinung der Geologen, die sagen, das sind Konkretionen, findet man immer wieder, zwar nicht in der Form, aber so ähnlich halt. Wenn ihr mögt, dann schreibt eure Meinung mal in die Kommentare. Jetzt möchte ich über ein Objekt reden, das ist zwar nicht direkt so ein Out-of-Place-Artefakt, wie wir es bis jetzt hatten, aber eben auch irgendwie unpassend. Und in den Kommentaren wurde ich des Öfteren gebeten, mal etwas darüber zu machen. Es geht um die Betz Mystery Kugel. Bei dieser mysteriösen Kugel handelte es sich um eine Metallkugel mit einem Durchmesser von ungefähr 20 cm und einem Gewicht von fast 10 Kilogramm, die 1974 von einer Familie in Florida entdeckt wurde. Das war am 27. März dieses Jahres und diese Familie, die untersuchte gerade einen kleinen Buschbrand in der Nähe ihres Wohnsitzes in Fort George Island in Florida. Die Familie Betz, die bestand aus der Mutter Antoine und dem Vater Jerry und einem Sohn namens Terry. Bei der Untersuchung dieses Buschbrandes, da fanden sie eben diese Metallkugel, die in etwa die Größe einer Bowlingkugel hat. Zunächst dachten sie, das wäre eine historische Kanonenkugel. Sie beschlossen, sie mit nach Hause zu nehmen. Einige Tage später, da spielte der Sohn der Familie Terry auf seiner Gitarre und dabei bemerkte er, dass die Kugel irgendwie auf diese Klänge reagierte. Denn sie begann damit ein pulsierendes Geräusch von sich zu geben. Später bemerkte die Familie, dass diese Kugel von sich selbst aus rollte und sogar selbst anhielt oder die Richtung änderte. Terry begann dann mit der Kugel zu experimentieren. Er bemerkte, dass die Kugel nachhallte, wenn er leicht mit einem Hammer darauf schlug. Und er bemerkte, dass die Kugel sich von selbst bewegte, wenn man sie schüttelte und dann auf den Boden legte. Die Familie Betz, die berichtete, dass sich die Kugel mehrmals von selbst in Bewegung setzte und scheinbar den Menschen im Haus folgte. Das Ganze war ihnen so ein bisschen unheimlich und deshalb verstauten sie die Kugel in einer Kiste und holten sie nur heraus, wenn Freunde oder Verwandte zu Besuch waren und sie ihnen die Kugel zeigen wollten. 1974, da berichtete die United Press International, die Navy sagte, die Kugel sei nichts weiter als ein riesiges Kugellager, das als Rückschlagsventil in Rohrleitungssystemen einer Chemiefabrik verwendet wurde. Und im selben Monat berichtete der Miami Herald, dass eine ähnliche Kugel in Jacksonville in der Nähe von Fort George Island als Teil eines Ventils identifiziert worden sei, das irgendwann einmal von einer Papierfabrik verwendet wurde. Im Juni 1974 berichtete die United Press International dann, dass die Kugel von einer Gruppe Wissenschaftler untersucht worden sei, die an einer vom National Enquirer gesponserten Konferenz teilgenommen hatten. Die Gruppe war der Ansicht, dass das Objekt aus einer Art rostfreiem Stahl gefertigt war, der auf der Erde hergestellt wurde. Diese Kugel wurde dann von einer Wissenschaftsgruppe zur nächsten weitergereicht. Und irgendwann wusste keiner mehr, wo sie war. Und seitdem ist diese Kugel verschwunden. Aber 2012, da kam dann Skeptoid. Die Website, die alles erklären kann, ohne irgendwie jemals irgendetwas gesehen zu haben, worüber sie berichtet.
Die sagten dann, dass die Medienanalysen darauf hinwiesen, dass es sich bei der Betz-Kugel möglicherweise um ein Kugelrückschlagsventil der Firma Bell & Howell handelte. Größe, Gewicht und metallurgische Zusammensetzung stimmten mit denen der Kugelrückschlagventile der Firma überein. Und auch eine Erklärung für die autonomen Bewegungen der Kugeln hatte Skeptoid. Sie bemerkten, dass diese Kugel laut der Betz 2 Wochen lang irgendwo in ihrem Haus stand, ohne sich bewegt zu haben. Diese Kugel hätte sich nie von selbst bewegt, bis sie jemand von dem Ort, an dem sie lag, herunternahm. Und das lag mit Sicherheit an der Bauweise des Hauses. Es war alt und hatte bestimmt unebene Steinböden. Die Kugel ist nahezu perfekt ausbalanciert und es braucht nur eine kleine Vertiefung, um sie zu bewegen oder die Richtung zu ändern. Ich kann ja natürlich auch nicht sagen, was diese Kugel wirklich war. Tatsache ist, sie ist nun mal bei der Weitergabe von Wissenschaftlern zu Wissenschaftlern mal wieder irgendwie verschwunden. Aber wenn ich mir diese Erklärungen von Skeptoid anhöre, da schüttelt's mich mal wieder. Unebene Böden und so weiter, das sind so diese Noterklärungen ohne jeglichen Beleg. Niemand von denen war jemals in dem Haus der Familie und hat da den Boden kontrolliert. Skeptoid, die schustern sich da teilweise Erklärungen zusammen bei verschiedenen Fällen, da denkt man, die sind noch bekloppter als die eigentliche Geschichte selbst. Ja gut, aber die Kugel ist nun mal weg und man kann nicht mehr feststellen, was es war. Vielleicht war es eine Ventilkugel, vielleicht auch nicht. Niemand kann darüber jetzt noch irgendetwas sagen. Ja, soweit die Geschichte der Betz-Sphäre. Und damit sind wir dann auch am Ende des Videos angekommen. Wenn euch das Video als Information gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.